Der Urs Kempf auf dem Weg zu einem lauschigen Ecken auf dem Flughafengelände. Ein Hochsitz, der ihm den besten Überblick über die Naturoase gibt. Es ist einer der Lieblingsorte vom Leiter Grünfläche und Naturschutz auf dem Flughafen Zürich. Der Übergang vom Wald raus in die Triebflächen raus. Einerseits der Schilfgürtel im Hintergrund, aber auch wieder ein offene Flächen. Die einzelnen Buschgruppen, die sind, vor allem auch die Weidenkugeln, die man sieht. Und natürlich immer die Verbindung wieder zu der Technik, weil im Hintergrund ist wieder die Piste. Dann sieht man also auch die Flüger. Also es ist ein faszinierender Ort. Eigentlich auch jetzt landet keiner. Es ist wirklich ruhig. Es ist wirklich ein besonderer Ecke da. Der Urs Kempf ist also her über ein ganz besonderes Gebiet. Mehr als die Hälfte vom Flughafengelände ist nämlich Grünfläche und das Naturschutzgebiet ist grösser als 74 Fußballfelder. Faszinierend ist auch, es läuft da immer etwas auf dem Flughafen. Und natürlich ganz klar die Vielseitigkeit, die hier läuft. Und natürlich auch die Flughafenmitarbeiter selber. Die Sektion Grünfläche und Naturschutz auf dem Flughafen Zürich ist in drei Gruppen unterteilt. Grün- und Naturpflege, Wildhut und Vogelschlag und auch eine Gärtnerei ist mit dabei. Von den Berufen her haben wir den Bauer, wir haben den Forstwart, Förster, wir haben den Schnittblumen- und Topfgärtner, wir haben den Landschaftsgärtner und den Jäger. Hier über ein Naturschutzgebiet zu wachen, sei schon etwas Besonderes, wenn auch nicht ganz einfach. Und natürlich nicht zu vergleichen mit einem normalen Naturschutzgebiet. Man steht sehr stark im Schaufenster. Eben vor allem auch die Interessen einerseits vom Flughafen, vom Flugbetrieb, dass man auch die Interessen auch muss abwägen, vor allem auch die Verantwortung über das Gebiet her, vor allem auch die Güte von dieser Naturoase. Es gibt also genug Aufgaben für Urs Kempf und sein Team. Und die Arbeit geht auf der grossen Grünfläche im Flughafen grenzt sicher nie aus. Trotzdem wird sich der Leiter von den Grünflächen und dem Naturschutz natürlich immer wieder Zeit nehmen, um zu seinen Lieblingsplätzen zu pilgern.